Leo, wir haben heute die ganze Bude für uns alleine. Oh Mann, wie cool ist das denn? Und warte mal, du machst nichts anderes als SpongeBob Schwammkopf gucken. Du hast schon den ganzen Tag SpongeBob geguckt. Ja, ich weiß, SpongeBob ist der coolste. Ich habe auch SpongeBob jeden Tag geguckt, genauso wie du. Aber lass uns doch mal was anderes machen. Ich meine, jetzt, wo Emily mal weg ist und wir die ganze Bude für uns alleine haben, was könnten wir machen? Papa, was könnten wir denn machen? Wir haben ja schon 3 Uhr morgens. Stimmt, das habe ich ja ganz vergessen. Wir können ja gar nicht mal so viel machen. Alle Läden haben schon geschlossen und so. Was könnten wir um 3 Uhr morgens machen? Ich weiß es nicht. Wir könnten ja zum Beispiel. Okay, Leo, ich weiß es wirklich nicht. Du musst einen Vorschlag raushauen. Ich weiß es doch selber nicht. Oh Mann, wir haben echt keine Ideen, oder? Du hast. Leo? Warum klingelt unser Telefon um 3 Uhr morgens? Oh, stimmt. Vielleicht ist das. Leo? Das ist aber nicht unser Telefon, das klingelt, aber das ist hier ganz in der Nähe. Gruselig, wir haben doch gar kein anderes Telefon hier im Haus. Da hast du recht, Leo. Warte mal, wo klingelt es, Freunde? Wir müssen dem Klingelton näher kommen. Hier auch nicht. Oh Gott, das kommt von draußen, glaube ich. Leo, hast du hier draußen ein Handy verloren oder so? Warte mal, ich glaube, das kommt von dort, oder? Warte mal, warum ist unser Zauntor offen und. Seit wann ist hier ein Telefon? Warte mal, ich nehme hier mal an und. Hallo? Oh Gott, wer ist da? Leo, hast du irgendwas verstanden? Ja, aber warum sollte man einen Scherzanruf machen, aber extra ein Telefon hier hinbringen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, die sehe ich gerade auch. Oh Gott, was soll das denn jetzt werden? Um 3 Uhr morgens ruft uns irgendeine komische Stimme an und sagt uns, ich weiß nicht, was er gesagt hat, irgendwie was Komisches. Aber hey Freunde, ich bin Slami. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und aktiviert rechts daneben die Glocke. Das ist ganz, ganz wichtig, denn so verpasst ihr gar keine neuen Videos mehr. Und Freunde, wie ihr gerade gesehen habt, uns hat jemand angerufen um 3 Uhr nachts, Freunde. Aber wir wissen nicht, wer hat dieses Telefon überhaupt hier hingebracht? Und, oh Gott, wo führt überhaupt die Telefonverbindung hin? Ich weiß es nicht, Freunde. Aber, Freunde, deswegen müsst ihr auch bis zum Ende dran sein und das Video bis zum Ende wirklich durchgucken, Freunde. Aber, Leute, gebt dem Video auch einen Daumen nach oben und kommentiert was Liebes mit dem Hashtag LamiArmy oder mit dem Hashtag. Ganz genau, du sagst es, Leo. Und dann habt ihr die Chance, morgen im Video drin zu sein. Und Leute, jetzt müssen wir eigentlich der Sache auf den Grund gehen, oder, Leo? Glaubst du wirklich? Ich glaube nicht. Ich glaube, da steckt noch mehr hinter, Freunde. Deswegen müssen wir uns ganz, ganz dringend bewaffnen, weil vielleicht sind da irgendwelche komischen, starken Leute, die uns bekämpfen wollen oder so. Deswegen, Leute, ich nehme einfach mal hier meine Rüstung und Leo, du musst dann hier im Haus bleiben, okay? Nein, ich möchte auch mitkommen. Oh, aber Leo, das ist viel zu gefährlich für dich. Wo bist du eigentlich schon wieder? Ich bin hier Flamingo? Oh Gott, was machst du da? Aber du musst hier bleiben, Leo, okay? Oh Gott, die kann man auch wirklich nicht sagen. Na gut, dann musst du halt mitkommen, aber sei vorsichtig, okay? Du hast auch gar keine Rüstung oder so an, okay? Leute, ich würde sagen, wir folgen jetzt einfach dieser Spur. Oh Gott, wo führt die hin, Freunde? Und was meint ihr, von wem kam dieser Anruf, Leute? Ich weiß es wirklich nicht, aber falls ihr das wisst, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Oh Gott, aber Leo und ich gehen jetzt der Sache auf den Grund. Und Leo, oh Gott, du musst aber wirklich aufpassen, okay? Falls da jetzt irgendwelche komischen Leute sind, okay? Okay, gut, Freunde, dann wollen wir mal. Oh, warte mal. Die führt hier hin, die Leitung? Wartet mal, Freunde.
Hier lang und dann hier? Oh Gott, Freunde, wo soll das hinführen? Oh Mann, ich weiß es wirklich nicht. Aber nach links? Okay, wartet mal, führt die Leitung ins Meer? Das kann doch gar nicht sein, aber... Okay, Leute, wir haben das Telefon gefunden. Oh Gott, von hier kam also der Anruf, Freunde. Aber was hat das zu bedeuten? Hier ist ja gar keiner mehr. Leo, weißt du vielleicht, was das zu bedeuten hat? Nein, aber guck mal, da ist eine Kiste. Oh ja, Freunde, das ist eine Kiste. Sollen wir die mal öffnen? Ich glaube, das müssen wir jetzt machen, oder? Oh Gott, warte, bevor wir die öffnen, ich ziehe erstmal meine Ausrüstung an, bevor die Kiste gleich explodiert oder sowas. So, und... eine Diamantschaufel? Vielleicht musst du einen Schatz suchen. Einen Schatz suchen? Oh Gott, wo soll ich denn hier graben? Hier, ich glaube, hier ist kein Schatz. Aber wartet mal, das sieht irgendwie komisch aus, Freunde. Das ist nämlich keine normale Erde. Ein Moment, das ist grobe Erde, Freunde. Oh Gott, wartet mal, vielleicht ist ja hier ein Schatz oder so. Oder irgendwas anderes, Freunde. Was meint ihr, was ist hier hinter? Wir graben und graben mal, Leute. Oh Gott, ich bin schon mega aufgeregt. Papa, du hast einen Schatz gefunden. Oh Gott, das ist doch gar kein Schatz. Leo, guck dir das mal näher an. Das ist eine Tür. Jetzt habe ich die Tür aufgegraben. Papa, guck mal da rein. Warte mal, was ist denn da? Warte mal, das ist dieses Alien. Das ist SCP-096 oder wie der heißt. Freunde, guckt euch den mal an. Da ist der. Aber warte mal, hat der uns angerufen? Ich glaube, das war eine andere Stimme. Freunde, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal da rein. Und oh Gott, der hat mich schon angeguckt. Das heißt, es gibt kein Zurück mehr. Und los! Oh Gott, SCP. Oh Gott, aber Leute, wartet mal mit der Waffe. Irgendwie wird mir ganz schön schlecht, wenn er mich angreift. Oh, Leo, du musst aufpassen. Du solltest doch nicht zum Monster gehen. Aber ich will auch helfen. Guck mal, ich boxe den mit meiner Faust. Oh Gott. Leo, du musst wirklich aufpassen. So, komm schon. Das ist eine Sache für mich, ja? So, noch ein bisschen, Leo. Und dann habe ich ihn. Oh Gott. Und komm schon. Ja, und ich hab ihn. Und der hat mir eine Waffe gedroppt. Papa, du hast eine mega coole Waffe bekommen. Oh ja, das sehe ich ja auch. Aber warte mal, das heißt, wir müssen weitergehen durch die weitere Tür. Warte mal, dann sind da noch mehr Monster. Wer glaubst du kommt jetzt? Freunde, wer glaubt ihr ist hinter dieser Tür? Vielleicht ja irgendein anderes Monster. Vielleicht Cartoon Cat oder so. Stimmt, Cartoon Cat ist dahinter. Okay, dann wollen wir mal. Und, nein, Leo, wir waren beide falsch. Es ist Cartoon Dog. Hilfe, ich hab Angst vor diesem schwarzen Hund. Oh Gott, ich kann nichts sehen. Aber das ist ein Fall für mich, Leo. Geh zur Seite, ich hab ihn schon. So, oh Gott, ich muss nachladen. Der sieht ja mega gruselig aus. Und der hat so einen komischen Mund. Der geht einmal um seinen ganzen Kopf rum. So, aber Leo, auch der hier ist kein Problem für deinen Papa. So, oh Gott, ich muss mal ein bisschen zielen auf seinen Kopf, Freunde, damit das noch mehr Schaden macht. So. Komm schon, Papa, du schaffst das. Noch ein bisschen. Schlag ihn mit dem Messer weg. Oh, stimmt. Du sagst es. Mit dem Kampfmesser. Und zack. Und zack. Und noch ein bisschen, Freunde. Der letzte Schlag, oder? Oder der vorletzte? Ja, der letzte jetzt, Leo. Und zack, Leute. Wir haben ihn. Oh, ja. Und Papa, da ist noch eine Waffe. Oh, stimmt, Leute. Es geht also immer noch weiter. Oh Gott. Der war also hier in diesem schwarzen Raum. So, komm mal mit, Leo. Oh Gott. Das heißt, hier hinter ist noch einer. Oh Mann, Freunde, guckt euch das denn an. Wir haben schon zwei Monster besiegt. Einmal das Alien und einmal Cartoon Dog. Und jetzt haben wir... Siren Head. Warte mal, hat der uns angerufen? Genau das war ich. Oh Mann, dann weg mit dir, oh Gott, weg mit dir, ich besiege dich. Komm schon, Leo, das schaffen wir zusammen. Oh Gott, nein, sie hat mich vergiftet, Leo, pass auf. Oh, Papa, du schaffst das, du bist stärker als dieses komische Monster. Oh ja, du sagst es, Freunde, wenn Leo das sagt, dann muss das stimmen. So, Freunde, ihr müsst alle einen Daumen nach oben geben und dann kann ich auch
dieses komische Monster hier besiegen, also Siren Head, so. Aber, Leute, es erwartet uns noch eine Tür. Das heißt, vielleicht ist da noch ein Gegner. Oh Gott, ich dachte, bei 3 Gegnern hört es auf. Aber, Leo, noch ein bisschen und dann habe ich ihn. Warte, vielleicht ein bisschen mit der Shotgun. So, oh Gott, ja, komm schon. Noch ein bisschen, Leo. Papa, du schaffst es, los, ich glaube an dich. Und alle Zuschauer haben auch einen Daumen nach oben gelassen. Oh Mann, was, Freunde, stimmt das? Wenn ihr jetzt noch nicht geliked habt, dann müsst ihr genau jetzt das Video liken. Kommt schon, Freunde, dann schaffe ich das auch. Und los, Leute, jetzt gemeinsam schnappen wir Siren Head. Zack, komm schon. Oh, ich darf jetzt nicht daneben schießen. Noch ein bisschen, Leo. Und, okay, jetzt der letzte Schlag mit dem Kampfmesser. Und weg mit dir. Oh Gott, zack. Oh nein, ich treffe ihn nicht. Oh, ich hab ihn. Und ich bin fast gestorben, Leo. Oh Gott, das war mega knapp. Oh, Papa, aber er hat gar keine Waffe fallen gelassen. Oh, stimmt, du sagst es. Der hat gar keine Waffe gedroppt. Oh Gott, mal gucken. Und hier ist auch gar kein Gegner, Leo. Wartet mal, was hat das zu bedeuten? Hier ist ein Buch. Oh Gott, soll ich das vorlesen? Ja, natürlich sollst du das vorlesen. Alle warten da drauf. Okay, Freunde, ich nehme das Buch und... Was sind das für Zeichen? Hier sind so Buchstaben und Zahlen vermischt, Freunde. Aber ich kann das irgendwie nicht lesen. Freunde, falls ihr diesen Text hier lesen könnt, dann schreibt das unbedingt in die Kommentare und dann gebe ich euch ein Herz, wenn das richtig ist. Also, Freunde, genau, ihr müsst das genau angucken. Hier steht irgendwie W1R oder ich kann das nicht lesen, Freunde. Ihr müsst das wirklich in die Kommentare schreiben und wenn ihr den Satz richtig in die Kommentare geschrieben habt, dann kriegt ihr auf jeden Fall ein Herz von mir, Leute. Dann würde ich sagen, Leute, falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und Leute, ich hoffe, ihr schaltet morgen mein Video ein und tschüss!